Willkommen hier mitten aus World of Tanks. So Leute, ich habe wieder Bock. Was heißt Bock? Ich hatte heute Morgen schon Bock, aber ich hatte Probleme. Große Probleme. Ich habe versucht mit dem Skoda was aufzunehmen, aber es war so scheiße. Aber jetzt probiere ich es nochmal. Es war sogar für mich zu schlecht gespielt. Ja, und das heißt, ich sage nur so viel, im zweiten Spiel hatte ich, glaube ich, 900 Damage und ich war Zweitbester vom ganzen Team. Das waren so katastrophale Spiele. Das möchte ich nicht mal euch zumuten. Jedenfalls zur Feier des Tages, von über 100 Abonnenten habe ich und da wollte ich unbedingt meinen schlechtesten Neuner auspacken für euch, was ganz Besonderes liefern und ihr ahnt es schon, das ist der Skoda T50. Wie gesagt, das hier ist alles eine Einzelmeinung und spiegelt mein subjektives Empfinden wider. Also ihr könnt den Skoda toll finden, ich finde ihn scheiße, aber irgendwas sagt tief in mir drin, irgendwann kommt die Runde meines Lebens mit dem Skoda. Bis jetzt quasi noch nicht da, aber egal. Und ich nehme mich jetzt einfach mal mit ins Random und mal gucken, ob dieses Video jemals online gestellt wird. Ja. Was will ich dazu noch sagen? Ja, die Zielerfassung ist jetzt nicht so der Burner. Also ich weiß nicht, was es ist. Eigentlich auf dem Papier hat er recht gute Werte von der Kanone her, aber ich treffe mit dem Kübel einfach nichts. Ne? Egal. Es geht ja in meinem Kanal ja nicht nur ums Gameplay, es geht ja auch um Lebenshilfe, um Tipps und sonstige Lebensgeschichten. Schreibt es mir in die Kommentare oder irgendwelche guten Ratschläge habe ich immer für euch übrig. Das macht ja auch meinen Kanal aus. Ne? So, genug gequatscht. Ab ins Game. Wir schauen mal, was wir hier haben. Puh, mal gucken. Ich weiß auch nicht. Ich hänge irgendwie an der Kiste. Keine Ahnung, was es ist. Und dann machen wir die Premium-Munition. Es ist halt ziemlich schwierig. Meine Unterstützung. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Die Geschossgeschwindigkeit ist 900 Meter die Sekunde, genau. Und das macht es halt manchmal ein bisschen mühsam. Ne? Also jetzt die Kanone ist nicht vergleichbar mit Leopard zum Beispiel oder dem T-54. Naja. So, jetzt haben wir genug über den Tank hergezogen. Ich weiß nicht. Ich behalte ihn trotzdem. Schauen wir mal. Ich finde es jedenfalls ganz toll. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf 104 oder 105 Abonnenten komme. Ha? Das finde ich gut, weil so unregelmäßig wie ich Content bringe. Aber es ist ein ganz spezielles Publikum, was meinen Kanal abonniert hat und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin ja auch ein bisschen speziell. Ich bin ja kein spezieller guter Spieler. So, jetzt warten wir mal, was da aufgeht. Bis jetzt nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hi, Boys. Ups. Ich sag's immer wieder. Patience is the key. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon genug Patience gehabt haben. Oder ob wir dann doch vorfahren. Bin ja immerhin Top-Tier. Heißt also, ihr müsst Verantwortung übernehmen. Also, soll ich jetzt Verantwortung übernehmen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt gar keine Lust. Der Turn ist drum. Ah, da ist er doch. Upsala. Na komm. Hup, der ist auch tot. So, wir sind soweit. Machen wir einer was auf hier. Hm. Ich frage mich, ob ich jetzt zur Kaffeetasse greifen sollte oder ob ich es lassen sollte. Ich greife mal zur Kaffeetasse. Hm. Herrlich. Also ich mache gern Kaffeewerbung, schreibt mich mal an. Wenn ihr Kaffeehersteller seid, mache ich total gerne. Ich bin der Mann dafür. Oh, hi!
Na, wo ist er denn? Hi. Och, mon Dieu. Jetzt. Was war denn das? Habt ihr den gesehen? Der hat immer wie so ein Fluppi dagegen. So, wing, wing, wing. Schon geil, oder? Das war der Flummi Pro Ghetto. Und ich habe ein bisschen Angst um meine Heavys. Sollen wir mal ein bisschen vorfahren, Char? Hm? Ist jetzt nicht so aufregend, aber immerhin schon fast 700 Damage. Wohl irgendwie. Mädels. Wie war ein neuer Tag? Schreibt es in die Kommentare. Es interessiert mich brennend. Also mein Tag war jetzt nicht so berauschend. Was heißt berauschend? Ein bisschen kränklich gewesen, ne? Aber kein Corona. Ne? Aber sonst alles gut im Griff. Ah, scheiße. Das Problem ist, wer aufgeht, drauf geht. Gehen wir mal hier hin. Mal gucken, ob wir was spotten können für unser Team. Na, also da ist doch zwar zumindest ich offen. Wie sie alle hinten drin stehen, ne? Guck einer an, du. Ach, das ist doch. Ist doch kurze Kacke, was ich hier mache. Flitzekacke, Grützekacke. So, jetzt müssen wir mal vorfahren. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Verantwortung zu übernehmen. Hier kommt der Spot, Leute. Oder doch nicht? Machen wir den erstmal da unten. Da oben. Runter! Das ist unser Progetto, kein Flummi. Warte, ich fange mir die Schelle. Bin ja der Top-Tier, ich muss Verantwortung übernehmen. Ach, Mist. Nee! Nix mit Stellung. Das ist das Elende in so einem Autoloader. Du musst halt einfach warten. Na, komm schon. Gut. Pegelung. Das nicht übertrieben. Das war eins der besseren Spiele in der Kiste. Wenn du da über 2000 kommst, zumindest bei mir ist es so, dann hast du Glück gehabt. Dann hast du gut gemacht. Dann kannst du rausgucken. Ne? Aber wie es halt so ist bei meinen 9er Panzern, verspreche ich euch ja immer auch ein schlechtes Spiel mitzuspielen oder mitzuliefern, euch zu liefern, euch zu präsentieren. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, das passt doch. Ja, das passt doch. Ja. Gut. Okay.
Also noch schnell ein zweites. Ja, ich weiß, unvollständig. Ich habe da auch noch nicht viel Feldausrüstung und so gemacht. Ich spiele den so selten. Ich versuche den einfach nur zu meiden. Ja, dass ich da wenig Erfahrung auf der Kiste habe. Aber wie gesagt, ich glaube ganz fest an das große Spiel, was irgendwann kommen wird. Und ich verspreche es euch, ich werde es auf dem Kanal, werde ich es posten. Ich werde über meine Links reinsetzen. Ich werde ganz Facebook Deutschland und WoT und ich werde jetzt überall rumspammen. So, genug dummes hingequatscht. Weiter geht's. Wir haben hier Zehner. Das heißt also, wir machen ein bisschen Piano. In der Stadt wird viel los sein. Zwei Klicker. Zwei Klicker. Oh ja. Also beginnt es ganz vorsichtiger. Und da die Kiste auf keinen Fall irgendein Sniper ist, werde ich nicht aufs Feld fahren. Puh. Solltest mal über eine Diät nachdenken. M53. Egal, es ist eine Arti. Die müssen so dick sein. Ah, ich probiere es trotzdem, okay? Vielleicht habe ich ja Glück. Ich treffe einen von drei. Habt ihr das gesehen? Unglaublich! Damit werde ich ja jetzt gar nicht fertig. Die Kiste hat ja mal getroffen. Und jetzt kommt der Tipp des Tages auf meinem Kanal. Was sagt uns das? Wenn ihr die Schüsse nicht ausprobiert, dann könnt ihr auch nicht treffen. Also, auch wenn es unmöglich erscheint, mit so einer Möhre übers Feld zu feuern mit 900 Meter die Sekunde Geschossgeschwindigkeit, macht die Schüsse. Manchmal hat man auch mal Glück. Ach komm, was mache ich hier eigentlich? Ich hab doch keinen Bock auf das Eckengebumse. Sagen wir, puh. Eigentlich hätte ich da stehen bleiben sollen. Wenn die. Meinst du, ist es so? Wenn die Kanone trifft, trifft sie auch ein zweites Mal. Hammer, ich versuche mal darüber zu crossen. Da ist, glaube ich, nur diese scharfe Tür. Scharfe Tür? S'il vous plaît. Oh. Mon Dieu. So, ich komme schon. So, immer mal die Ecke ab. Ja? Komm, du willst doch bestimmt rumgucken, oder? Die Mädels, die machen es auf dem Feld. Sehr gut. Ja. Jetzt habe ich gepennt. Oh, jetzt gucke ich auf die Minimap und dann piekt der. Weil es ist immer so. Egal. Also, Minimap braucht man nicht. Wir können da deaktivieren. Noch ein nächster Tipp. Nein, war Spaß. Um Gottes Willen, deaktiviert die bloß nicht. Minimap macht meiner Meinung nach mindestens 50% aus. Gerade wenn du mit so einer Kiste unterwegs bist, die überhaupt keine Panzerung hat. Soll ich mal nachladen? Oh jo, ich lade mal nach. Dann gehen wir all in, oder? Bisschen Action. Ich habe euch ein schlechtes Spiel versprochen. Hier ist er. Wenn du von Anfang an schon richtig geaimt hättest, dann hättest du ihn von Anfang an rausnehmen können. Aber egal, ich bin ja nur ein Hobbyspieler. Ah, Monsieur, Chapiteur. Oh, ich bin so weit. Ich bin gleich so weit. Gleich kommt er. Und 5 Sekunden und Action. Und das schlechte Spiel geht los. Ah, bonsoir. Mon Dieu. Ach, ich habe da hinten im Genick einen Sniper. Ui, guck mal. Ein Kempnis 430 U. In freier Wildbahn. Ei. Hier, dieser zu. Komm, haben wir noch einen Spot hier, komm. Wo ist das Campende? Ah. Ja, klar bauen sich. Logisch.
Logisch. Oh ja. Yeah. Meiner. Nee, 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 du schießt nicht drauf. Edge. Hey, ihr Schweine. Guck mal, was hier einschlägt. Puh. Naja, egal. Schlechte Runde am Schluss hat schon Tradition. Obwohl sie ging einigermaßen. Ich habe ja gesagt, 3 Kills ist okay. Aber der Moment des Tages, der Moment des Replays war's. Ihr wisst es. Der Kill auf dem Field. Das war der Moment. Okay, und jetzt kann ich die Kiste wieder schön parken. Ich werde sie polieren lassen. Ich werde ein bisschen Munition auffüllen und dann werde ich sie ganz, ganz, ganz lange stehen lassen. Würde ich sagen. Ja. 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 Immerhin 3 Kills. Guck mal, ein Blind habe ich noch getroffen. Ah, das passt doch. 430 Uber beim Grillen in der Base. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich lade das einfach mal hoch. Also ich muss sagen, für den Skoda T50 eine ganz nette Runde. Ich habe eigentlich schon fast alle 9 an den nächsten. Ist der hier, das ist mein zweitschlechtester, aber ich wollte euch was präsentieren in dem. Zur Feier des Tages. Also nochmal vielen Dank an meine Abonnenten und an die fleißigen Zuschauer meines Kanals. Diejenigen, die noch nicht abonniert haben, können gerne abonnieren. Und sonst, ja, ich würde sagen, bleibt gesund bis die Tage. Und ja, was Blöderes fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr ein. Nee, macht's gut, ne? Und nächste Woche, denke ich, werde ich wieder was hochladen. Gell? Also danke. Macht's gut. Ciao.